In diesem Video geht es mal nicht um Probleme mit euren Welpen, sondern darum, wie ihr mit euren Welpen jede Menge Spaß haben könnt und wie ihr euren Welpen sinnvoll auslasten und beschäftigen könnt. Und natürlich werden wir auch darüber sprechen, worauf ihr achten solltet, sodass ihr euren Welpen nicht überfordert. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt jetzt dran. Bevor ich gleich loslege, habe ich erstmal eine Ankündigung zu machen. Wie ihr vielleicht online gesehen habt, haben wir die 5000 Abonnenten hier auf YouTube geknackt und das dementsprechend gefeiert. Und aus dem kleinen Corona-bedingten Projekt ist doch etwas Größeres geworden, womit wir nicht gerechnet hätten. Und das Thema gewaltfreie Weltmarziehung interessiert offenbar mehr Leute als gedacht. Und wir waren nicht faul, sondern haben weiter daran gearbeitet und wir dürfen heute verkündigen, der Welpenkanal hat nun einen Welpenguide. Auf 36 Seiten findet ihr hier jede Menge Tipps für euch und euren Welpen, gerade für die Anfangszeit. Und ich werde euch hier Ideen geben, wie ihr mit eurem Welpen gewaltfrei umgehen könnt. Und den könnt ihr euch nun kostenlos runterladen auf der neuen Seite von Welpenkanal. Also, wenn ihr euch Tipps holen wollt für euren Welpen, dann geht auf unsere Seite welpenkanal.com. Und ladet euch dort das Magazin runter. Ich hoffe, ihr bekommt dort dementsprechend Inspiration für euren Welpen und eure erste Zeit miteinander. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar das Thema Auslastung und Beschäftigung des Welpen. Was mir hier wichtig ist, ist zu betonen, dass es nicht darum geht, euren Welpen fertig zu machen oder müde zu machen. Und das ist mir deswegen wichtig, weil natürlich ist ein Welpe am Anfang anstrengend und natürlich muss ein Welpe aber auch Beschäftigung bekommen und dementsprechend Auslastung. Aber Ziel der Erziehung ist es nicht, den Welpen müde zu machen, denn ein müder Welpe ist natürlich ruhig und macht nichts mehr. Aber langfristig habt ihr euren Welpen deswegen trotzdem nicht erzogen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was das richtige Maß für den jeweiligen Welpen ist, so dass er durchaus gefordert wird, aber eben nicht Überfordert. Vergesst außerdem bitte nicht, dass gerade die ersten Tage für euren Welpen wahnsinnig anstrengend sind, wenn er bei euch eingezogen ist und das schon aufregend genug ist, die neue Familie kennenzulernen und das neue Zuhause. Also passt bitte euren Beschäftigungsplan dementsprechend an euren Welpen an. Je nachdem, wie lange ein Welpe braucht, um sich einzuleben, Könnt ihr natürlich nach einen oder mehreren Tagen anfangen, euch mit eurem Welpen zu beschäftigen und diverse Aktivitäten mit ihm zu machen? Und ich werde euch nun zeigen, welche das sind. Fangen wir mal mit Beschäftigung Nummer 1 an und das ist das Spazierengehen. Das Logischste, was eigentlich jeder Welpenbesitzer eh mit seinem Welpen macht. Was hier wichtig ist, ist, dass ihr darauf achtet, dass euer Welpe in Ruhe die neue Umwelt kennen kann. Denn das ist das Hauptziel des spazierengehens also das ziel des spazierengehens ist es nicht mit dem welpen lange zu gehen oder ihn müde zu machen oder ihn körperlich fertig zu machen sondern er soll in ruhe die neue umwelt kennenlernen gebt ihm die zeit die er da braucht und macht euch schon mal darauf gefasst dass die ersten spaziergänge mit dem welpen sehr langsam sein werden dazu habe ich übrigens noch ein video gemacht nämlich mit dem welpen richtig spazieren gehen schaut euch das vielleicht dazu an dass ihr genau wisst worauf ihr da achten solltet Zweite Beschäftigung ist das Training. Also jegliches Training, das ihr mit eurem Welpen macht, ist natürlich eine sinnvolle Beschäftigung mit eurem Welpen. Und nebenbei lernt euer Welpe dabei auch noch etwas Sinnvolles. Wichtig jedoch dabei, habt stets im Vordergrund den Spaß und, ähm, und langfristig soll euer Welpe dabei lernen, mit euch zusammen zu kooperieren. Aber denkt dran, Training ist eine wunderbare geistige Auslastung für euren Welpen. Beschäftigungsmöglichkeit Nummer 3 ist Denkarbeit. Mit Denkarbeit ist beispielsweise gemeint, dass der Hund sein Futter erarbeiten muss. Und das kann man in verschiedenster Art und Weise machen. Also versucht, dass ihr euren Welpen nicht nur aus dem Napf füttert, denn das hat nicht besonders viel Mehrwert, das inhaliert der Hund innerhalb kürzester Zeit runter, sondern da gibt es dementsprechende Ideen und Spielzeuge. Der Klassiker ist der Kong, in dem man Futter hineinschmiert und der Welpe muss sein Futter herauslecken und herausarbeiten. Das ist insbesondere für Feuchtfutter geeignet. Was es außerdem gibt, sind sogenannte Denkspiele, bei denen man das Futter hineingibt und der Hund muss herausfinden, wie man an das Futter herankommt. Und die gibt es ebenfalls in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf dem Markt. Falls ihr dazu noch Ideen haben wollt, gibt es ein sensationelles Buch, nämlich das Spielebuch von Christina Sondermann. Und in diesem Buch bekommt ihr jede Menge Ideen, wie ihr euren Welpen sinnvoll beschäftigen könnt mit ganz normalen Alltagsgegenständen, also ohne dass ihr dafür viel Geld ausgeben müsst. Das kann ich wirklich jedem Welpenbesitzer ans Herz legen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, nämlich neue Dinge erkunden. Das ist eigentlich so was Banales, dass wir oft gar nicht daran denken, unsere Welpen das bewusst ausführen zu lassen. Aber das ist eine wunderbare Art, den Welpen zu beschäftigen. Generell, wenn ihr in neue Situationen kommt, lasst eurem Welpen die Zeit, die er braucht, um die Situation zu erkunden und kennenzulernen. Und ermöglicht so oft wie möglich, dass er Dinge beschnüffeln kann und vielleicht auch in der Nähe kennenlernen kann. Hierfür gibt es eine wunderbare Übung für euch zu Hause und das ist die I Like Surprise Übung. Bei der räumt ihr in euren Wohnbereich verschiedenste Gegenstände hin, die dem Welpen neu sind, die aber auch welpensicher sind. Und danach lasst ihr euren Welpen ins Zimmer und lasst ihn in seinem Tempo diese Situation erkunden. Ihr könnt natürlich auch Leckerchen im Raum bespickt oder auf die Gegenstände legen, sodass der Welpe lernt, dass es sich lohnt, diese neuen Dinge zu erkunden. Und das ist eine Übung, die insbesondere für kalte Tage geeignet ist und für schüchterne Welpen, die vielleicht am Anfang Probleme haben, wenn sie draußen sind und sehr schüchtern sind. Und in der Wohnumgebung, wo sich der Welpe bereits sicher fühlt, kann ich ihm hier die Möglichkeit geben, neue Dinge zu erkunden und das Konzept zu erlernen, dass es sich lohnt, neue Dinge anzuschauen. Und das ist essentiell wichtig für weitere Erlebnisse. Nächste Übung ist dem Welpen Dinge zum Zerbeißen geben. Das ist was, was der Welpe meistens sich selber sucht und das sind meistens Dinge, die wir nicht unbedingt haben wollen. Also Welpen zerbeißen gerne Kabel und Möbelstücke. Und da sehen wir schon, der Welpe hat eben das Bedürfnis, Dinge zu benagen und ähm, zu schreddern. Und das sollten wir unserem Welpen in einem geschützten Rahmen geben. Hier kann man natürlich dem Welpen jede Menge Knabberstangen geben. Oder auch den Kong wiederum, bei dem er drauf rumbeißen muss, um an das Futter zu kommen. Aber damit der wirklich mal was kaputt machen kann, kann man Welpen auch beispielsweise eine Klopapierrolle zum Schreddern geben oder einfach mal einen Karton hinstellen, den er zerbeißen darf. Hier natürlich ist wichtig, dass ihr dabei bleibt und schaut, dass der Welpe nichts davon schluckt. Aber die meisten Welpen schlucken das nicht und dementsprechend müsst ihr halt nachher einfach nur noch aufräumen. Da kommen wir auch schon zum Thema Nasen- und Sucharbeit. Und das ist wahrscheinlich die sinnvollste Art, einen Hund oder einen Welpen auszulasten. Denn ein Hund ist bekanntermaßen ein Nasentier. Und dementsprechend sollten wir diese, ähm, dieses Talent beim Hund fördern. Also wie könnt ihr das machen? Eine Möglichkeit ist ganz einfach. Ihr nehmt einfach das Futter eures Hundes und versteckt das bei euch in der Wohnung. Oder im Garten streut ihr es aus und lasst euren Hund das Futter suchen. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist hier natürlich Trockenfutter etwas geeigneter als Feuchtfutter. Also das Trockenfutter nehmen und einfach quer in der Wohnung verteilen, sodass euer Welpe täglich das Futter durch seine Nase erschnüffeln muss. Und das könnt ihr natürlich jedes Mal etwas schwieriger gestalten. Das Ganze kann man natürlich auch wunderbar unterwegs machen und den Hund sein Futter suchen lassen. Ganz besonders witzig ist hier der sogenannte Würstelbaum. Dafür braucht ihr Futter, das etwas klebriger ist. Also das könnte beispielsweise Extrawurst oder Käse sein. Und was ihr damit macht, ist, ihr steckt das in die Rinde eines Baumes oder beispielsweise an die Äste eines Busches. Und dann lasst ihr euren Welpen diesen Würstelbaum erkunden und ihn gemeinsam mit euch plündern. Und er muss sozusagen seine Nase einsetzen, um herauszufinden, wo hier nun weitere Leckerchenstücke sind. Und was daran außerdem toll ist, ist, ihr könnt das natürlich für euch nutzen, um eure, um eure Beziehung zu verbessern. Und ihr könnt heimlich einen Würstelbaum bespicken und dann gemeinsam mit eurem Hund finden. Und schon lernt euer Hund, nur gemeinsam mit euch findet man diese Würstelbäume. Und schon seid ihr coole Jagdpartner für ihn. Ja, im Prinzip könnt ihr natürlich alles euren Welpen suchen lassen, was man was euer Welpe erstrebenswert findet, beispielsweise auch seinen Lieblingsball oder sein Lieblingsspielzeug. Also hier anstatt das durch die Gegend zu werfen, kann man das einfach mal in eine Wiese werfen, bei der die Wiese etwas höher ist, sodass der Welpe nicht einfach den Ball nachhetzt, sondern seine Nase einsetzen muss, um eben herauszufinden, wo dieser Ball gelandet ist. Ja, das waren bis jetzt die Aktivitäten, bei denen es eher um mentale Auslastung geht und um Konzentration. Hierauf sollte auf jeden Fall der Fokus liegen. Wir kommen natürlich jetzt auch zur körperlichen Auslastung, aber ganz, ganz wichtig ist äh, zu verstehen, mentale Auslastung hat viel weniger negative Nebenwirkungen als körperliche Auslastung, wenn wir es übertreiben. Aber natürlich braucht euer Welpe auch körperliche Auslastung, wenn auch nur in einem geringen Maß. Also, was könnt ihr hier mit eurem Welpen machen? Auslastung Nummer 1 ist natürlich das freie Laufen. Euer Hund soll die Möglichkeit haben, täglich frei laufen zu können. Sei es in, im eigenen Garten, sei es frei in der Wohnung oder natürlich unterwegs beim Spaziergang, umso besser. Falls ihr in Gegenden wohnt, in denen es keine Hundezonen gibt oder keine Möglichkeit gibt, euren Welpen sicher laufen zu lassen, dann empfiehlt sich hier eine sogenannte Schleppleine. Also das ist eine Leine, die zehn Meter oder länger ist, an der kann euer Welpe frei laufen, mehr oder weniger, und er ist trotzdem noch abgesichert. Also schaut, dass ihr zumindest das eurem Welpen ermöglicht, so dass er einfach auch mal seinem Bewegungsdrang nachkommen kann. Wichtig hierbei jedoch: Das sollte natürlich nicht übertrieben werden. Also wenn ihr merkt, dass euer Welpe ähm, eine Stunde lang herumrennt und nicht zur Ruhe kommt, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass euer Welpe möglicherweise überfordert ist. Meistens sind solche Laufattacken, diese Freilaufattacken nicht besonders lang. Und auch hier will ich nochmal betonen, geht es nicht darum, dass euer Welpe beim Freilauf nur frei rennt, sondern einfach, dass er sich mal frei bewegen kann und frei in seinem Tempo die Umwelt erkunden. Und was ihr hier bemerken werdet bei einem entspannten Hund dass in dieser Freilaufzone der Welpe eben nicht nur rennt, sondern ganz viel schnüffelt und eher bögelig und langsam geht. Und dementsprechend solltet ihr natürlich auch euren Spaziergang generell anpassen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Aktivität und das ist das, was fast jeder von euch kennt und das ist das Ballwerfen oder auch das Steckenwerfen. Hierbei ist ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ihr das nicht übertreiben solltet und zwar so aus folgenden Gründen. Hauptgrund Nummer eins ist, dieses Hetzen und ähm, dieses plötzliche Stehenbleiben, um den Ball zu packen, ist für die Gelenke nicht unbedingt ideal, denn das ist schon eine ziemlich starke Stoßbewer Be Stoßbewegung, wenn euer Welpe anhält. Also allein für die Gelenke des Welpen ist das nicht optimal. Das könnt ihr natürlich ein, zweimal machen, aber mehr auch nicht. Der zweite Grund, das ist ein verhaltenstechnischer Grund, ist der, dass gerade bei sehr aktiven Rassen, die sehr gerne Bellen nachlaufen, dass, wenn man das zu exzessiv macht, zu einer erhöhten Erregungslage führen kann. Und das kann bis zu Balljunkies führen, so nennt man es zumindest im Volksmund. Das sind Hunde, die, wenn sie einen Ball sehen, in so eine hohe Erregungslage kommen, dass sie kaum mehr ansprechbar sind und nur noch diesen Ball hinterher hetzen wollen. Und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall. Denn ein Hund muss schon auch lernen, dass manche andere Hunde beispielsweise gerade einen Ball haben oder dass vielleicht ein Kind mit einem Ball spielt und das nicht bedeutet, dass man dem jetzt hinterher hetzen kann. Wo ihr außerdem aufpassen solltet, ist, wenn ihr manchen Hunden einen Ball überlasst und euer Welpe sich da selber lange beschäftigt und sehr wild mit dem Ball spielt. Also es gibt Hunde, die sich sehr lange mit einem Ball beschäftigen können, aber immer wilder werden und das nicht in einer ruhigen Art und Weise machen. Solchen Hunden solltet ihr nicht einfach so einen Ball überlassen, denn das kann wirklich auf lange Sicht zu Problemen führen. Dasselbe gilt natürlich für Steckenspiele, auch hier unbedingt aufpassen und das bitte maximal ein, zweimal einsetzen. Wo man das natürlich wunderbar einsetzen kann, ist, wenn man mit dem Welpen Rückruf übt oder ganz besondere Kommandos und hierfür das, den Ball als Belohnung einsetzen. Was außerdem eine lustige Aktivität ist, sind Zerspiele. Das bedeutet, ihr nehmt ein Spielzeug und euer Welpe hat sie im Maul und ihr bewegt es hin und her und ruckelt ein bisschen so wie eine Beute, die sich bewegen würde. Das macht vielen Welpen einen Riesenspaß. Aber auch hier bitte das nicht zu lang hintereinander machen und nicht übertreiben. Das könnt ihr mal kurz machen, aber bitte hört danach wieder auf. Was hier außerdem ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr das Spielzeug danach nicht wegnehmt, sondern eurem Welpen überlasst. Denn wenn ihr stets das Spielzeug danach wegnimmt nehmt und keinen Ersatz eurem Welpen gebt, kann das dazu führen, dass euer Welpe mit dem Spielzeug stets davonläuft und Angst hat, seine Beute mit euch zu teilen. Und das wollt ihr natürlich auf keinen Fall. Also lasst euren Welpen ruhig dieses Spiel gewinnen. Was ihr hier außerdem beachten solltet, ist, dass ihr nicht zu sehr in die Höhe den Welpen zieht oder zu wild hin und her eure Hand bewegt. Denn das ist schlecht für die Halsmuskulatur und das ist einfach hier eine zu starke Bewegung. Viel besser ist es, dass ihr das Spielzeug einfach hin und her zu euch bewegt. Das ist eigentlich am sichersten. Ja, und was ihr natürlich auch mit eurem Welpen machen könnt, sind Lauf- und Raufspiele, also mit eurem Welpen mal um die Wette laufen oder mit ihm ähm, auf dem Boden herumkullern und mit ihm einfach mal Spaß haben. Aber auch hier ist natürlich wichtig, dass ihr das in einen gewissen Rahmen macht und bitte nicht übertreibt. Ja, und zu guter Letzt kommen wir nun zu einer Aktivität für die, ihr Artgenossen braucht und zwar das ist der Kontakt zu Artgenossen. Ein Welpe sollte Kontakt zu Artgenossen haben, nämlich in verschiedenster Art und Weise. Das heißt, euer Welpe sollte Hundefreunde kennenlernen, mit denen er spazieren geht, mit denen er viel Ruheverhalten hat, aber natürlich auch Hundefreunde, mit denen er spielen kann. Hier gilt ebenfalls, ihr habt schon gesehen, ich habe betont, man sollte auch Hundefreunde suchen, mit denen man ruhige Aktivitäten macht. Ähm, dass der Fokus auf ruhigen Aktivitäten liegt. Bitte achtet darauf, dass euer Welpe nicht nur andere Hunde kennenlernt, um mit ihnen zu spielen. Generell gilt, gerade bei sehr actionreichen Aktivitäten, achtet darauf, dass bevor euer Welpe mit euch nach einem Ball hetzt oder mit euch ein Laufspiel macht oder ihn, ihr ihn mit anderen Artgenossen spielen lasst, dass euer Welpe Ruheverhalten zeigt und er dementsprechend entspannt ist. Denn das Weltengehirn muss erst lernen, mit Erregung umzugehen. Und idealerweise passiert das so, indem er entspannt ist. Danach kommt eine actionreiche Aktivität. Und auch danach sollte er wieder entspannen lernen. Und so solltet ihr auch generell eure Spaziergänge und eure Aktivitäten planen. Also stets darauf achten, in der Ruhe zu beginnen. Danach etwas Action zu machen, sei es laufen, sei es Ballwerfen oder mit dem Zergel. Und danach auch wieder. Ruheverhalten zu zeigen. Sei es, dass ihr mit dem Welpen spazieren geht und ihn schnüffeln lasst oder mit ihm eine Platzübung macht. Aber ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, denn gerade bei den erregenden Aktivitäten führt es ganz oft dazu, wenn wir übertreiben, dass der Welpe nicht müder wird, sondern übermüdet wird. Und dann habt ihr keinen müden und ruhigen Hund zu Hause, sondern einen total übertreten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie lange ihr mit eurem Welpen etwas actionreiches machen solltet, dann gilt lieber zu kurz als zu lang. Also lieber mal nur ein paar Sekunden mit ihm etwas wildes machen und danach wieder was ruhiges, als das zu lang laufen zu lassen und euer Welpe ist danach komplett überdreht und kaum mehr ansprechbar. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in das spannende Thema der Auslastung des Welpen. Zusammengefasst lässt sich sagen, euer Welpe sollte verschiedenste Aktivitäten kennenlernen und dabei sollten das mentale Aktivitäten sein, aber natürlich auch körperliche. Passt aber auf bei actionreichen Aktivitäten, dass ihr es nicht übertreibt und dass euer Welpe danach wieder zur Ruhe findet. Wenn euer Welpe zu lang mit Artgenossen spielt, zu lange Ball spielt oder sonstige actionreiche Aktivitäten macht, habt ihr danach keinen ruhigeren Welpen, sondern in der Regel einen überdrehteren und gestressten Welpen zu Hause. Achtet also bitte darauf und vergesst nicht, dass Welpen um die 18 bis 20 Stunden Schlaf pro Tag brauchen. Also, ich hoffe, ich konnte euch Inspiration geben, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wie immer ganz viel Spaß mit eurem Welpen.